Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft auf cutcon.de. Und ja, das ist jetzt heute teilweise meine Testfolge. Denn ich hatte ja Probleme mit dem Sound. Wer meine anderen Videos schaut, EVE Online zum Beispiel, oder wo hatte ich das denn noch? Ich meine, die ganzen letzten Serien, die waren verkorkst. Warum, weiß ich nicht genau. Es ist ja immer, als ob mein Mikro Push-to-Talk Eigenschaften hat, und ich weiß nicht warum. Ich habe es jetzt erstens wieder eingestellt. Es hat sich verstellt auf 91% Lautstärke, aber da kann das nicht dran liegen, dass das sich so komisch anhört. Das Rauschen scheint wohl doch mein Rechner zu sein. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie ich das wegmachen soll. Den müsste ich weiter wegstellen, aber ist aber auch wieder schwierig. Na, mal gucken, wir werden sehen. Mal gucken, wie die Folge heute ist. Ich wollte heute aber auch noch in die Farmwelt. Und bisschen. Ich wollte mal ein bisschen buddeln. Ich habe alles dabei. Was zu essen hole ich mir noch jetzt. Ich mache mir die Taschen mal leer. Was nehmen wir noch mit? Ja, gebackene Kartoffeln mit. Oh nein, das gehört da nicht hin. Ein wenig Eisen. Packen wir es doch gleich dahin, wo es hingehört. So. Spinnaugen habe ich auch. Pfeile müssen wir nur einbehalten. So, der Rest. Fäden. Da. Ja, das Essen nehmen wir auch nochmal mit. Animal XP packe ich erstmal in die Truhe. So. Das packen wir mal da rein. Da mache ich dann demnächst weiter. Die Woche über. Und jetzt noch die Taschen leer machen. Oh nein, das war falsch. So. Die beiden Sachen lassen wir mal in der Tasche bei mir. Oder? Nee. Nee, lieber nicht. Das packen wir mal extra. Das packen wir mal hier mit rein. Das ist nicht, dass ich das verliere, das ist wichtig. Aber das gehört zum guten Ton. Guten Tag sagen. So, dann gehen wir in die Farmwelt. So. Auf. Gehen wir mal hin, wo es ein bisschen felsiger ist. Hier zum Beispiel. So. Das sieht sehr ausgeplündert aus. Eine Kuh. Aber. Oh, das würde ich nicht. Aber das macht ja nichts. Gehen wir mal hier. Nehmen wir mal das hier. So. Mal gucken, was wir finden jetzt in den 10 Minuten, die ich noch aufnehme. Ich habe jetzt mal heute mal reduziert. Ich mache ja sonst meistens 20 Minuten. Aber ich habe heute mal ein bisschen was anderes vorproduziert. Weil ich da, wo ich da sonst aufnehme, keine Zeit habe mit dem. Da. So. Ist auch so ein kleiner Test, wie ich da jetzt mit zurechtkomme mit den Vorproduktionen. Denn ich habe das ja sonst nie so gemacht. Das war jetzt erstmal nur Kohle. So, gehen wir mal einen Schritt tiefer. Ich trolle, ob wieder Fackeln vergessen, aber das macht nichts.
Wir sehen keinen Baum, aber... dass ich ein paar Stöcker machen kann. Oh, ha, Glück gehabt. Nee, da ist kein Baum mehr dran. Doch, sehr gut. Na, ich bin zu dämlich. So. So, mehr als genug Fackeln. So, gut, okay. Dann wieder zurück. Ja, was ich sagen wollte, wenn das klappt mit dem Vorproduzieren jetzt, dann werde ich das vielleicht auch für meinen Urlaub, für die Urlaubszeit mal durchziehen und mich mal ein wenig komplett erholen. Ja, jetzt gucken wir das da jetzt. Habe ich sonst meistens im Urlaub immer so gemacht, dass ich computertechnisch nicht ganz so viel. Ich habe schon gespielt, aber ich habe jetzt nicht jeden Tag 80 Stunden gespielt. Das hat sich dann schon eingeschränkt, weil das ja, also so Computerspielen ist für mich nach der Arbeit halt das Entspannen. Und wenn ich im Urlaub bin, da habe ich dann Zeit für andere Dinge und da ist Computerspielen nicht unbedingt das, was ich machen will. Aber es wird Aufnahmen geben, auf jeden Fall. Also ich werde entweder vorproduzieren oder ganz normal weitermachen. Ich habe mich noch nicht dazu entschieden. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Ich möchte ein bisschen mehr Sport treiben in der Zeit und mich da ein bisschen ranführen. Jetzt habe ich diese Stelle nicht mehr, wo ich da gebuddelt habe. Aber es macht ja nichts. Es ist hier so viel zum Buddeln da. Dann nehmen wir halt die nächste Stelle. Buddeln wir uns doch mal hier in Berg. Eigentlich gibt es ja immer überall irgendwas zu finden. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wo man auf welcher Ebene Eisen war, halt, ne, aber hier noch mal ein tiefer. Steine schmeiße ich dann getrost weg, da habe ich keine Probleme mit. Aber jetzt war hier schon mal eine Fackel. Das ist noch nichts, ne? Nö. Also ich mache das ganz klassisch. 2x2 Gang. Und dann nach links und nach rechts ausschwärmen. Und ja, was ich finde, finde ich. Und nehme ich auch mit. Und wenn es nur Kohle ist, das. Und jetzt fange ich mal an hier. Arbeite mich so ein bisschen nach unten. Wahrscheinlich noch viel zu hoch in der Ebene, dass ich hier gar nicht so viel finde. Nur mal eine Fackel. Immer mal wieder umgucken. Ich habe das auch zeitweise so gemacht, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Ich habe mich dermaßen ausgestattet, dass ich am Meeresgrund den Kies abgebaut habe und unter dem Kies ist immer ziemlich viel Eisen. Also das habe ich festgestellt, es gab doch diese Geschichte mit dem Zauber mit Unterwasseratem oder so. Oh, Kohle. Bling, 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 bling. Und das habe ich dann eine ganze Zeit gemacht. Da kriegt man so viel Eisen zusammen. Das hat sich richtig gelohnt. Also wer sich die Mühe machen will,
gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. Das ist jetzt ein bisschen abweichend. So. Jetzt mal noch mal eine Fackel. Ja, wie gesagt, nee, das muss ich anders machen halt. Steine werden getrost vernichtet und das Zeug hier auch. Könnte man ja im Admin-Shop verkaufen. Er kauft, glaube ich, im Moment wieder an. Ne? Aber nein. So. Ich mache jetzt hier mal 3x3. Ausnahmsweise. Das geht ein bisschen schlecht. Ja, mit dem Forum, was ich da gelesen hatte, mit der Festplatte, ist natürlich schon bitter. Ich habe das ja vor einem Jahr auch erst durchgehabt. Ich hatte das erst gar nicht richtig verstanden. Ich hatte erst verstanden, der Spielserver, die Festplatte wäre hin. Aber das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Denn ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie gespiegelt wird oder es da Backups gibt von dem Serverbetreiber oder sowas. Ja, man kennt das ja selber, wenn man es. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Server. Conan, Exile und Arc-Server. Und deswegen mietet man sich ja sowas, ne, weil man da relativ sicher ist, wenn es ein guter Anbieter ist. Bin ich aber auch kein Fachmann drin. Mache ich auch noch nicht so lange. Aber ich muss wirklich sagen, es ist eine bequeme Art und Weise. Nein, so war das nicht geplant. Wo habe ich denn da jetzt ein... Ach, ich bin doch gar nicht so... Bin ich denn hier gelandet? Wollen wir mal auftauchen. Vielleicht ist es ja auch eine... Nee, tatsächlich. Tja. Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmen wir natürlich mit. Da ist auch noch... Ach, die lassen wir so. Ja, so tief war ich ja dann nun doch noch nicht. Dann tauchen wir mal wieder ab in die Unterwelt. Und buddeln einfach mal ein bisschen tiefer. Das mache ich jetzt auch einfach mal so. Fackel. Ja, dann ist... Oh, ne. Dann haben wir in dieser Folge tatsächlich mal nur Kohle gefunden. Das macht ja auch nichts. Plong, plong, plong. Zack, zack, zack. Manchmal hat man nämlich Glück und dann ist hinter den Kohlevorkommen auch noch ein Eisenvorkommen.
Ja, naja, dann haben wir dieses Mal nicht so viel erbeutet. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Plündere mal wieder den Meeresboden. Das nehmen wir dann doch mal mit. Denn ab und zu brauche ich ja doch mal was für meine Stadt an Stein. Dann würde ich sagen, ziehen wir erstmal wieder von dannen. Immer S1. Da sind wir wieder. Moment, ich muss jetzt noch mal kurz was gucken. War das jetzt? Ja, doch. Nee, ich war ein bisschen verwirrt. Nee, alles gut. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch, auch wenn ich nur Farm war und nichts gefunden habe, aber Kohle, die wird meistens von mir dazu verwendet, um ja, meistens mache ich das davon und nehme die zum Schmelzen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, was wir da abtreiben. Und bis dahin eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.